Und da sind wir wieder in Let's Play Divine Divinity. Ich gehe gleich mal hier runter und habe Geld gefunden. Und Tomaten, die brauche ich nicht. Nein, wir sollten die Aufnahmeprüfung bestehen, die zweite Garth. Hallo, der hat sich auch eine Aufgabe. Seid gegrüßt, ihr seht aus, als hättet ihr viel Zeit, mein Freund. Ich habe vielleicht etwas Interessantes für euch. Was haben wir denn hier? Ich bin ein Abenteurer. Da hat man höchst selten Freizeit. Naja, passt schon. Ihr wollt also ein Abenteurer sein? Seid ihr für diesen Beruf nicht viel zu hässlich? Alter. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ich fürchte, wenn ihr eine entführte Jungfrau rettet, wäre diese nicht allzu entzückt von eurem Antlitz. Hallo? Was los? Meine Fresse. Ich bin eigentlich ziemlich stolz auf meine schlanke Taille. Oh weh, als ob eure Taille das einzige Problem wäre. Aber vielleicht sollten wir besser das Thema wechseln. Haha, ich hoffe, ihr vergebt mir meinen Humor. Viele meinen, ich wäre ziemlich seltsam. Ja, das bist du. Sehr seltsam. Ich muss sagen, dass ich seltsame Charaktere nicht sonderlich mag. Ha, ich habe eine flinke Zunge. Ihr habt eine flinke Zunge. Gebt Acht, dass ihr in diesem Hause nicht mit dem Flaschen, mit dem Falschen so redet. Du solltest ihr Acht geben, wie du mit anderen redest. Erklärt euer Anliegen, dann werde ich sehen, ob es interessant ist. Es könnte sein, dass ich eine Aufgabe für euch habe. Sie ist jedoch knifflig und könnte euch ins Gefängnis bringen, wenn du meinst. Ich habe anscheinend vergessen zu erwähnen, dass es sich um eine ungesetzliche Aufgabe. Ihr, ja. Ungesetzliche Aufgabe handelt. Oh, gewiss, es ist eine illegale Angelegenheit, aber ich würde euch über etwas. Oh Gott. Aber ich würde euch etwas überaus Nützliches geben, wenn ihr euch um mein Problem kümmern könntet. Sagt mir, was ich tun soll. Hauptmann Gratus hat in seiner Amtsstube einen. Meine Lieblings-Dietriche beschlagnahmt. Ich habe diese Dietriche von meinem Vater geerbt. Sie sind also von persönlichem Wert. Außerdem sind sie mit äußerst nützlichen magischen Kräften ausgestattet. Ich möchte sie so bald wie möglich wiederhaben. Ich habe eure magischen Dietriche. Ja, die habe ich schon geholt. Ne, wenn ihr noch wisst, die einen. Die habe ich ja schon geholt für ihn, also bräuchte ich da nicht nochmal hingehen. Ah, ihr habt mir einen großen Freundschaftsdienst erwiesen. Jetzt kann ich mich zu Sir Dantes Schatzkammer begeben und sie ein wenig erleichtern. Hier nehmt meine Ersatz-Dietrich als Lohn. Ja, den kannst du ruhig ein bisschen erleichtern, der hat genug Geld. Vor allem der Typ hat es auch verdient. Nutzt sie mit Bedacht und hütet euch vor Fallen und Wachhunden. Ach ja, nehmt außerdem diesen Ausdauertrank. Er könnte sich als nützlich erweisen, wenn die Wachen im falschen Moment auftauchen. Ich renn doch nicht vor Wachen weg. Ich bin ein Krieger. Ich bin Commander-Krieger. Nein, das wäre mir neu. Gut, das kriege ich auf. Das ist gut. Die Flasche müssen wir dem Rob bringen. Und ja, dann haben wir die zweite Prüfung schon fertig. So, hier hinten ist nichts mehr weiter. Das war's. Okay. Und was ist da unten? Das kann ich nicht verwenden. Ja, doch. Die gesammelten Aufzeichnungen über Trim Daedalus, den Attentäter. Naja. Die Zubereitung eines guten Schweinebratens ist einfach und wenig zeitaufwendig. Zutaten. Ein ordentliches Stück Schweinefleisch, bevorzugt Keule oder Schulter. Eine Flasche Apfelwein, zwei Knoblauchzehen, Dotterblumenöl, Salz, Pfeffer, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter. Dann fangt mal an zu braten und zu kochen, Leute. Nein, probiert's nicht. Also ihr könnt's ja gerne machen, das ist dann eure Entscheidung, aber liegt nicht in meiner Verantwortung. So. Nur um mich da mal ein bisschen zu distanzieren.
Nicht, dass dann irgendwelche 10-Jährigen auf die Idee kommen, sowas zu machen und dann dessen Eltern mich verantwortlich dafür machen. Nee, Quatsch. Da sind schon die Kleinen daran schuld. So, was wollte ich jetzt machen? Ach genau, mit ihm reden. Was ist nun mit der Tür? Habt ihr sie mit dem Dietrich geöffnet? Nein, ich habe sie eingetreten. Ich habe es geschafft. Hier ist die Flasche Bier. Trinken wir nun ein Glas davon, um eine Mitgliedschaft zu begießen? Ja, Ruf minus 2. Das ist der Nachteil, wenn man bei den Dieben Mitglied ist. Ausgezeichnet. Mir scheint, ihr habt großes Talent, ein guter Dieb zu werden, mein Freund. Ihr habt alle unsere Prüfungen bestanden. Ich heiße euch in der Gilde der Diebe willkommen. Ausgezeichnet. Was bekomme ich nun jetzt, wo ich Mitglied bin? Ja, unsere Gegenleistung wird euch sicher gefallen. Wünscht ihr vielleicht einige neue Techniken zu lernen? 3 haben wir jetzt zur Auswahl. Einmal Schlösser öffnen, dann Fallen umgehen oder so ähnlich hieß das. Weiß nicht mehr genau. Und eben Taschendieb. Das günstigste jetzt für uns wäre natürlich Schlösser öffnen. Weil da haben wir jetzt auf Stufe 3. Schön wäre, wenn man das möglichst noch auf Stufe 5 bekommt. Wie wunderbar. Deswegen habe ich das gerade mal gemacht. So. Gut, ich würde sagen, was ihr wissen müsst. Ja, gut, bla bla bla. Was sind denn das für Orte, von denen ihr spracht? Ich habe euch auf eurer Karte 2 Herrenhäuser markiert. Achso, das sind diese Sir Dante und Sir Patrick, genau. Naja. Wir sehen wir das. Okay. Achso, die Hallen der Zwerge. Das ist in Dunkelwald. Auch noch ein wichtiger Bereich, den wir abgrasen müssen. Was können wir hier? Ja gut, gehen wir jetzt einfach. Dann sind wir jetzt offiziell in der Gilde der Diebe drin, deswegen haben wir jetzt nur noch 26 Ruf anstatt 28, aber ist doch schon recht hoch, muss ich ja sagen. Ach genau, ich muss gerade mal prüfen. Nee, schade, das hätte ich gleich machen müssen. Wenn wir dem nämlich die Quest abgegeben haben, da hat er dann die magischen Dietriche und die hätten wir ihm abkaufen können. Und da das ja ein Quest-Item ist, kann das nicht verschwinden. Und somit bräuchten wir nur diesen einen Dietrich, mit dem können wir dann alle möglichen Schlösser öffnen und bräuchten dann keine anderen mehr. Wo sind meine jetzt? Habe ich welche? Ach, hier unten. Ne? Da würden wir 87 Gewicht jetzt, also in dem Fall zumindest, sparen und nur diesen einen Dietrich nehmen. Das wäre total cool, aber ich habe jetzt vergessen. Auch beim letzten Mal durchspielen habe ich es vergessen, das dem abzukaufen. Ich vergesse das halt immer wieder. Das ist scheiße. Scheißendrick. So, hier komme ich jetzt durch. Das war vorher verschlossen. Als Mitglied kommen wir hier durch. Grotgar. Oho, ein neues Mitglied, was? Nun lasst mich mal sehen, aus was für ein Holz ihr geschnitzt seid. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen in unserem Beruf? Was für eine Art von Erfahrung? Oh je, ein Anfänger. Gut, interessiert an einer kleinen Wette? Es geht um 5000 Gold. Na klar. In Ordnung. Das sind die Regeln. Wenn ihr in diesem Korridor nach Süden folgt, seht ihr 2 Türen auf jeder Seite des Ganges ein. Geht zunächst nach links durch die unverschlossene Tür. In diesem Raum befinden sich 4 Türen. Könnt ihr mir noch folgen? Natürlich. Öffnet so viele Türen, wie ihr könnt. Wenn ihr es schafft, alle 4 zu öffnen, dann versucht die letzte auf der anderen Seite. Aber seid vorsichtig, das ist eine komplizierte Angelegenheit. Nehmt diese 5 Dietriche. Ich wette, ihr schafft es nicht, alle 5 Türen zu öffnen. Viel Erfolg. Dann versuche ich mein Bestes. Die Wette. Okay, wir müssen also alle verschlossenen Türen öffnen. Und es geht um 5000 Gold. Gut, davon abgesehen, wie viel wir jetzt eigentlich haben. Das ist ziemlich wenig. Ne, also hier sind 2.
Und hier unten sind auch Nummer 2. Sollte man nicht übersehen. Dann versuchen wir jetzt mal alle zu öffnen. 1. 2. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Ja, ja, ja. Laber nicht rum. 3. 4. Und das müsste jetzt, glaube ich, die 5. sein. Oder war das die hier? Nee, da nicht. Dann war das... Na, eine von denen war es auf jeden Fall. Ich glaube, die hier. Da brauchen wir aber Schlösser öffnen, Stufe 5. Und das haben wir leider noch nicht. Nächstes Mal. Mit dem reden wir dann später. Wenn wir die Stufe 5 haben. Also das geöffnet haben. So, wo gehen wir jetzt lang? Hier hoch am besten. Das ist nämlich nochmal ein interessanter Bereich. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig hier. Ein Schlüssel. Okay. Naja. So gute Sachen können jetzt eh nicht drin sein. Ja, wir haben noch 8 Minuten oder so. Ferdinand, was sind das für ein Name? Aufgepasst, das hier sind die Räume von unserem Boss, Rob. Er ist äußerst empfindlich, was seine Sachen angeht. Seid also vorsichtig drin. Ja, schon, mache ich. Vielleicht. Dankeschön. So, das hier ist, was ist das denn? Irgendein Dieb. Das Zimmer von Rob. Hoch. Macht nicht mal Schaden. Okay. Buch enthält einen Gegenstand. Seltsamer Dolch. Hallo. Dieser uralte Dolch scheint von... Ja, ja, den Spruch kennen wir schon. Das ist also das zweite Artefakt. Jetzt haben wir schon 2. Jetzt brauchen wir bloß noch das dritte. Was ist da? Schlüssel. Oh Gott. Hätte gefährlich ausgehen können, aber... 50 Gesundheit, das ist abgezogen. Okay, das ist jetzt nicht so dramatisch. Und da stünde ja gleich wieder rum. Oh. Das ist die Karte vom Verlies. Also von der Kanalisation. Kennt ihr ja sicher vielleicht einige Bereiche. Also ich zumindest kenne sie alle. Ich hab die ja im Kopf. Aber vielleicht kommen euch einige Bereiche bekannt vor. Den hier zum Beispiel, da müssten wir schon gewesen sein. Das ist alles unter Vedistis. Und nicht unter Ars Magicana oder wie man das auch immer nennen möchte. Ne? Also nicht hier drunter, da gibt es ja auch eine Kanalisation, sondern da. So. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Wie kriege ich das jetzt auf? So. Ja. Nehme ich mal mit. Kann ja nicht schaden. Was machen wir dann noch? Hier rechts auf jeden Fall noch weiter. Ist ja jede Menge hier, ne? Leondrik. Bleibt, wo ihr seid, Kumpel. Wagt noch nicht einmal, diese Tür auch nur zu berühren. Die hier oder was? Was ist so Wichtiges hinter dieser Tür, die ihr da so fleißig bewacht, Kumpel? Ein wichtiger Gefangener. Wichtig und sehr gefährlich. Müsst ihr wissen. Ihr seid wohl nicht besonders freundlich, wie es scheint. Vergib mir, Kumpel, die Sache ist nur. Ich harre hier schon seit Stunden aus, ohne Pause. Eine Tür zu bewachen ist eine langweilige Aufgabe. Ihr wisst ja, wie das ist. Natürlich. Ich habe seit Jahren mal eine Tür bewacht. Ich kenne das schon. Ich verstehe euch sehr gut. Hey, ich könnte euch etwas entlasten und ablösen. Nehmt eure verdiente Pause.
Das ist euer ungeheuer nett von euch, Kumpel. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich habe strikte Anweisungen. Mit dem können wir hier nicht groß verhandeln. Der bleibt dort stehen. Von daher... Ist kein Schlüssel. Von daher müssen wir eigentlich... Ja, da, wir können nichts weiter machen. Außer gehen. Endlich ist dieser Schwachkopf verschwunden. Ich muss unbedingt mal austreten. Okay. Ich muss unbedingt mal auf jemanden eintreten. Und wo ist sie jetzt hin? Tja, weg. Das Spiel hat ihn aufgegessen. Om nom nom. Na okay. Können wir das jetzt herrlich öffnen? Wir sind nämlich freche Leute. Penumbra. Die sollten wir doch finden, oder? Oder? War das so? Weiß nicht. Keine Ahnung, jedenfalls ist sie hier gefangen. Die leicht angezogene Frau. Wer seid ihr, Fremder? Ihr seht nicht wie einer meiner Entführer aus. Und wer seid ihr? Und weshalb seid ihr Gefangener der Diebesgülde? Möge es eure edlen Wesen zur Freude gereichen. Mein Name ist Penumbra. Ich bin eine unschuldige Jungfer. Diese fürchterlichen, ekelhaften Kerle haben mich verschleppt. Bitte helft mir. Du hantierst aber ziemlich gut mit dem Messer. Wie konnten Diebe dich fangen? Das verstehe ich nicht ganz. Unschuldige Jungfer. Ihr braucht nicht länger zu warten. Unschuldige Jungfer. So lasst mich euch befreien. Ihr seid sehr hilfsbereit, mein Freund. Das bin ich. Übrigens dürft ihr mich den hilfsbereiten Helden nennen. Ja. Den hilfsbereiten Helden, genau. Ja. Genug geredet. Ihr könnt mich häufig im Haus von Corinna, der Beschwörerin, treffen. Möglicherweise werden wir uns dort wieder mal begegnen. Okay. Erfahrung. Hey, gehst du auch aufs Klo? Penumbra befreien, ja. Das ist jetzt die Aufgabe und eigentlich habe ich sie schon gelöst. Warte mal, geht's hier rechts nicht irgendwie lang? Naja. Irgendwie wird's schon gehen, keine Ahnung. Ja, wir gehen jetzt einfach mal zu Corinna, der Beschwörerin. Treffen Penumbra. Und dann ist die Aufgabe gelöst. Ne, mach mal so. Gut. Maus, bitte. Penumbra ist da oben, also zack, wir sind schnell da. Mir fehlen ja ein bisschen die Teleportersteine. Aber die bekommen wir halt erst ein bisschen später. Mal schauen, wann ich das machen werde. Ist halt so eine Sache, die Steine bekommt man erst an der bestimmten Stelle der Hauptstory wieder, die ich aber eigentlich erst viel später angehen will. Naja, wird schon irgendwie hinhauen. Da ist sie jedenfalls. Ha, Erfahrung. So treffen wir uns also wieder. Seid grüßt, Penumbra. Seid ihr wohl auf? Es geht mir gut. Dank eurer Hilfe. Kann ich euch um einen weiteren Gefallen bitten? Was wollt ihr denn noch? Hauptmann Kratos von der Stadtwache hat mir etwas abgenommen. Etwas Persönliches, das mir sehr wichtig ist. Ein Dolch. Er muss sich irgendwo in der Stadtwache befinden. Könntet ihr ihn für mich finden? Könnt ihr ihn nicht selber suchen? Ich bin eine gute Attentäterin, tauge aber weniger als Diebin. Deshalb bin ich ja auch von der Diebesgilde gefangen worden. Unglücklicherweise haben sie meine Aktion persönlich genommen und mich hier eingesperrt. Und ich kann mich wohl kaum an Hauptmann Kratos wenden, um ihn um den Dolch zu bitten, nicht wahr?
Da hast du jetzt auch wieder recht. Wenn er mir das Buch gibt. Hä? Welches Buch von Sir Patrick? Naja, und was ist mein Lohn für solche eine Tat? Macht euch keine Sorgen, ich kann sehr dankbar sein. Jetzt geht's aber los hier. Penumbras Dolch wieder beschaffen. Und die Folge ist natürlich schon wieder um. Ich hätte gern noch die Erfahrung hier zu Ende gebracht. Dann wäre ich Stufe 28. Aber das muss warten. Ich bleibe jetzt noch hier im Haus. Oh, laden wollte ich nicht. Ich speichere jetzt hier. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Falls ja, schreibt was drunter, irgendwas Tolles, irgendwas Nettes, irgendwas, was mit Buchstaben und Zahlen zu tun hat. Nee, also schreibt irgendwas hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und seid gespannt. Es wird noch toll. Das kann ich euch schon mal sagen. Und bis dann, ciao.